Gott, Eichhörnchen. Das war aber ganz komisch aufgehangen. Ich müsste eigentlich nur gucken, ob hier irgendwas reflektiert, wenn ich hier lang renne, oder? Habt ihr Pause gemacht? Espen, hast du was zu essen gekriegt? Sorgt der Onkel sich gut um dich? Kann er vielleicht ab und an mal babysitten, wenn ich wieder die Schnauze voll von dir hab? Espen, huch! Lesen. Oh! Das Wasser, etwas ist im Wasser. Achso. Das Wasser, etwas ist im Wasser. Ach nee, echt. Heck, war hier nicht gerade noch eine Treppe? Put us all in danger. Hello? Devil take you, you craven bastard. Oh, let me go, coward. Hallo. Why? Let me go. You stop me. Aufmachen. Klopf, klopf. Hallo, hallo, hallo. Ist da drin irgendwas? Hello? Oh. Also ich sehe hier nichts Ungewöhnliches. Ein paar Steinchen, was zum Lesen. Ingrid, mein... Achso, Dext. Liebe Ingrid. Ingrid, mein Schatz. Ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte für dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, es war eine törichte Idee und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Boah. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werdet. Aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind, und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. In Liebe, deine Mutter? Ja. They were here. I heard them. This paper is so old. Ja, so alt war es jetzt auch nicht. Ich glaube, da müssen wir weiter. Oder müssen wir da oben weiter? Ich möchte das mal gucken. Nicht, dass ich irgendwas liegen lasse. Das wäre doof. Was damit auf sich hat, weiß ich auch nicht. Das ist, als ob die Dinger sich irgendwann noch bewegen. Das wäre ein bisschen creepy. Klopf, klopf. Lesen. Dexter. Ich werde auf dich warten. Notizen. Harbard ist heute Nacht nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. Dieser verfluchte Troll hat ihn geholt. Ich weiß es. Oh, Harbard. Hat sich immer die Höhle dieser scheußlichen Kreatur... Hat sich immer die Höhle dieser scheußlichen Kreatur geschlichen, um dort Knochen abzunagen und verfaulte Felle zu stehlen. Das hat er gemacht. Hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen. Aber er kehrt selten so spät zurück. Und jetzt? Jetzt sitze ich hier, hungrig und verlassen, und frage mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Harbard, du Narr. Und ein Küsschen zum Schluss. Ja, scheiß drauf, ob Harbard weg ist. Wo bleibt ihr Futter? Die Menschen waren ja sehr nett. Hey, mein Mann ist verschwunden und er wollte Essen mitbringen. Und jetzt ist alles kacke, weil der kommt nicht zurück. Und wo kriege ich denn jetzt Essen her? Ist hier irgendwo? Das da ist es doch. Da. Bleib doch einmal. Ach, dann halt nicht. Was? Abholen? Ein Keil. Brüder, ich fand einen Toter
Was eine Tote, ein Keil. Kann ich craften? Habe ich ein Inventar? Nö. Ja. Jetzt einmal rund. Das ging ja fix. War ja gar nicht so groß hier. Rennen. So langsam könnte man mal wieder was von unserem Sohn hören. Und ich finde es sehr schade übrigens, dass der Donner aufgehört hat. Das ist sehr traurig. Ach, und das wird bestimmt gleich weggeschlagen oder so. Rennen. Oder auch nicht. Da war was. Ich hab's gehört. Ich bin dann mal weg. Im nächsten Kapitel. Wie es aussieht. Ja, ich kann das Spiel noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, bis jetzt ist es eigentlich nur... Okay, ich renne halt ein bisschen rum und sammle ein paar Sachen auf. Aber jetzt so... Oh mein Gott, ich muss meinen Sohn finden, schnell. Und ich habe übrigens seine Jacke nicht mehr im Rucksack. Und was ist da los? Das Gefühl habe ich jetzt... Was younger, his father did something terrible. To Espen, to me, to himself. I was left all alone with a child I couldn't confide in. He didn't give me the chance to say I was sorry, and I never forgave him. But in the forest, I was alone again. Desperate for the person I loved the most. And right then, I could almost understand why Espen's father did what he did. Eigentlich muss man ja nach oben. Ist ja wieder irgendwas. Was ist denn schon wieder hier? Ist das schon wieder Mr. Troll? Kann ich mich verstecken? Oh. Oh. Die Nebelkinder. Zurückgelassen tief in den Wäldern, weit weg von Erik, verschleppt von etwas anderem. Schwarze Flecken wie von Teer finden sich auf dem Stoff. Huldra muss sich seiner angenommen und es zum Huldre-Volk gegeben haben. Hast du das jetzt mitgenommen? Ernsthaft? Was stimmt mit dir nicht? Du bist ganz schön krank, Frau. Wer nimmt denn sowas mit? Ich habe keine Ahnung, wo Mr. Troll hin ist. Aber wir werden ihm bestimmt gleich wieder über den Weg laufen. Das Ding im Wasser haben wir auch nicht weiter gesehen. Das ist auch nicht rausgekommen. Also noch nicht. Ich glaube, auch so ganz so lange geht dieses Spiel auch nicht. Geht's hier noch irgendwo anders weiter? Kann ich da hoch? Hui! Hui, hui, hui. Hopp, hopp, hopp. Entschuldigung. Ich war's nicht. Ich muss da also lang. Okay. Dum, 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 dum. Jetzt passiert irgendwas. Irgendwas passiert jetzt. Hier war irgendwo der Troll. Ganz bestimmt sogar. Und da... Ja. Geht sie wieder runter? Bin ich von hier gekommen? Nee, eigentlich nicht, oder? Hallo, Troll. Tschüss, Troll.
Kann ich mich unauffällig verhalten? Sieht er mich? Knusper, knusper, knuschen, wir knuspern an meinem Häuschen. Der kann mich hier nicht sehen. Oder doch? Vielleicht sieht er mich doch. Eigentlich muss ich schneller sein, oder? Ich hoffe... Oh Gott. Ist okay. Hallo? Was ist los mit dir? Bleib doch nicht stecken. Oh. Ja, Gott sei Dank. Die kommt doch bestimmt nicht vorbei. Hoffentlich. Nee, ich glaube, er kommt nicht vorbei. Sorry. Was? Was? Hallo? Hello? Is someone there? Please. Hi. God damn it. Talk to me. Come out. I heard you whispering. Echt mal. Hey! Stop! I just want to talk to you. Ja, ja, erstmal will ich mir die Butze angucken. Wo muss ich hin? Okay. Bestimmt da lang. Hui! Ich meine, so oftmals, wenn du denkst, du bleibst stecken, dann, nö, bleibst du nicht. Und dann so, rennen, rennen, und du bleibst so an unmöglichen Sachen stecken. Hallo? Ich bring Licht mit. Liegen hier auch wieder Tote rum? Nein. Aber hier ist wieder Musik an. Bin ich auch eingeladen zum Tanz? Geh. Kann ich dich nicht wegschicken? Kann ich nicht. Okay. Ach, da geht's rein. Hier liegt aber nirgendwo was. Da ist ab. Hallo, kann ich dir aufs Dach steigen? Kann ich nicht. Ich komme ja auch nirgendwo rein, gell? Nö. Da war ich schon drin. Herrgott, Mädel, hör auf dich zu verlaufen. Huch. Listen. Dexter. Die Warge. Der Hirt. Okay. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen. Hartes und Skulls Herrschaften in den Tunneln wird bald vorüber. Herrschaft in den Tunneln wird bald vorüber sein. Wir wollen die Warge in der Schlucht am Gebirgspass einfangen. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vor Morgengrauen am Tor von Vidarbi versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlachtabfällen in die Schlucht locken und die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Wer seine Hilfe verweigert, dem droht die Strafe des... Was? Des Rohem... Nee, Rotem. Was? Rotem-Eisen. Was ist das denn? Hört man. Im Namen von
Jarl Geir. Ich kann die Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Das verwirrt mich halt die ganze Zeit, deswegen lese ich heute auch mega stockend, habe ich das Gefühl. War einfach alles... Whoop. Hey, open the door! I need to find my son! Open the door! Where is my son? The children are gone, Eric. All gone. I'm not Eric! I think he has my son! Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer, there'll be no hope for him. Now get you from my door!